Wir sitzen hier wieder auf dem roten Sofa und wieder in der Remise. Dieses Mal haben wir die Landratskandidatin für den besten Kreis der Welt, für den Kreis Gütersloh, Elvan Korkmaz. Hallo Elvan. Hi Jan. Du bist ja jetzt erstmal eine absolute Newcomerin, wie es in der Musikbranche wahrscheinlich heißen würde, in der Politik. Und man kennt dich ja im Grunde eigentlich so nicht so wirklich. Deswegen wäre es vielleicht gut, könntest du dich erstmal den Bürgerinnen und Bürgern, den Zuschauerinnen und Zuschauern erzählen, wer du bist? Klar, gerne. Also ich bin Elvan Korkmaz, ich bin 28 Jahre alt, bin Diplom-Verwaltungswirtin, seit jetzt 9 Jahren bei der Stadt Bielefeld beschäftigt, dort im Bereich gesamträumliche Planung Stadtentwicklung und ich bin da Projektmanagerin in der Stadtentwicklung. Ich bin ein Mensch, ich komme aus der Jugendarbeit und eine Sache, die vielleicht ganz wichtig ist hier auch, vor allem für meinen Heimatkreis, ist, dass ich gebürtige Gütersloherin bin, durch und durch. Ja, das freut uns sehr. Und du kandidierst als Landrätin. Richtig. Warum? Weil ich eben ein junger Mensch bin, der seinen Heimatkreis gestalten möchte. Ich möchte nicht nur zuschauen, sondern ich möchte mich selbst engagieren, um die Sachen, die Themen, die meines Erachtens noch nicht weit genug vorangebracht sind, jetzt voranzubringen und eben was für meinen Kreis damit zu erwirken. Und ich bin halt ein junger Mensch, ich bringe frische Ideen, neue Ideen mit und ich weiß auch, dass bei uns gerade im Kreis, im besten Kreis der Welt, so viel Potenzial steckt und ich glaube, es kommt jetzt darauf an, genau dieses Potenzial auszuschöpfen und genau mit den Bürgerinnen und Bürgern des Kreises das zu erwirken für den Kreis, was wir da rausholen können. Und was sind denn die frischen, die jungen Ideen, die du eben erwähnt hast, die du durchbringen willst? Was sind denn deine politischen Schwerpunkte? Ja, ich habe mir ein 7-Punkte-Programm, so nenne ich das, so ein Zukunftsprogramm erarbeitet, gemeinsam mit einer starken SPD-Kreistagsfraktion. Ich möchte vor allem eine innovative Wirtschaftspolitik. Und ich sage immer, es reicht nicht zu sagen, wir sind ein wirtschaftsstarker Kreis, sondern wir müssen auch sehen, dass wir ein wirtschaftsstarker Kreis bleiben. Und gerade in Zeiten von globalem Wettbewerb müssen wir uns da beweisen und da kann Gütersloh sehr viel und genau das müssen wir weiter forcieren und das eben mit Innovation, mit grüner Hochtechnologie und wenn wir das schaffen, dass wir da auch noch nachhaltig werden und dadurch unsere Arbeitsplätze sichern, dem Fachkräftemangel vorbeugen und vor allem Fachkräfte auch erziehen, junge Nachkommen da schaffen, genau dann sind wir wirtschaftsstark und können das auch von uns behaupten und das muss uns noch gelingen. Das ist ein Punkt. Dann Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Wir müssen halt sehen, dass wir junge Familien in den Kreis Gütersloh ziehen und dann auch noch schaffen, dass sie eben hier bleiben. Das ist natürlich alles im Wechselspiel mit den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern natürlich vor Ort. Das ist ja, der Kreis ist da nicht isoliert, sondern muss das natürlich mit den Städten und Gemeinden zusammen machen. Das ist ein Punkt. Dann, ich habe gesagt, dass ich aus der Jugendpolitik komme. Und deshalb, Jugend- und Bildungspolitik ist natürlich einer meiner Streckenpferde. Da müssen wir es einfach schaffen, dass wir junge Menschen nicht alleine lassen, ihnen Orientierung bieten, zusehen, dass sie gut durch die Schullaufbahn kommen und dann auch eine Perspektive haben, sei es in der Ausbildung hier auf dem heimischen Arbeitsmarkt, aber auch eben, sei es das Studium oder sonst was. Und dass man da passgenaue Angebote für die Jugendlichen schafft und sie dann wirklich von klein auf bis dann zu ihrem Arbeitsplatz auch begleitet und da dort nicht alleine lässt. Dann habe ich eine Sache, ärztliche Versorgung hier bei uns im ländlichen Kreis ja auch. Das müssen wir ja immer noch sagen, auch wenn wir der beste Kreis der Welt sind, sind wir doch eine ländliche Region. Und da gibt es nochmal ganz gesonderte Anforderungen, denen wir uns stellen müssen. Und wir haben momentan, als ich das Programm im Januar erarbeitet habe, war uns das vielleicht allen noch nicht so ganz bewusst, aber in den letzten Wochen mussten wir doch oft in der Zeitung schon lesen, dass 7 Städte und Gemeinden des Kreises, von 13 wohlgemerkt, gefährdet sind in der Sache. So viele. So viele, doch. Ich war auch erschrocken, als ich das dann noch gelesen habe, dass es dann so viel ist und dass es so akut ist. Und es reicht dann halt eben nicht abzuwarten, dass in 10 Jahren es mal eine medizinische Fakultät in Bielefeld gibt, was natürlich grandios wäre für so eine Region wie Ostwestfalen. Auf jeden Fall. Aber da kann der Kreis Gütersloh eben nicht drauf warten und wir brauchen da jetzt ein Frühwarnsystem, um zu gucken, wo ist die ärztliche Versorgung überhaupt noch gesichert, wo müssen wir jetzt intervenieren und was können wir für Programme hier reinbringen. Und da bin ich auch gerade dabei, was Konkretes auch zu erarbeiten und da kann der Kreis noch gespannt sein. Ein Thema noch, ich bin ein junger Mensch und das heißt nicht, dass ich die ältere Generation vergesse. Ganz im Gegenteil, ich glaube, das Erfolgsrezept heißt dann jung und alt Hand in Hand, so habe ich es genannt. Und wenn wir so die Erfahrung der älteren Generation paaren mit der Tatkraft der jungen Generation, ich glaube, das wäre so ein Erfolgsrezept für unseren Kreis.
Dann habe ich gesagt, es kann nicht sein, dass der Kreis nur obere Aufsichtsbehörde ist und sonst nichts weitermacht und sagt, das liegt alles bei den Kreisen und bei den Städten und Gemeinden, sondern er soll auch ein Stück weit Motor sein. Er soll halt eben nicht nur eingreifen und klagen, wenn es darum geht, uns irgendwelche Sachen nicht ganz richtig laufen, sondern er muss auch gezielt Impulse geben. Das muss der Kreis machen. Er kann sich nicht immer nur zurücklehnen. Und ich glaube, mit mir würde ein Kreis definitiv auch Impulse geben und auch Neuheiten in den Kreis tragen. Und ganz klar, ich bin ein junger Mensch und das ist auch mein letzter Punkt. Ich möchte für politische Transparenz einfach stehen, für eine neue Dialogkultur, wo es um die Sache geht, wo man einfach Politikverdrossenheit abschafft und die Menschen wirklich auch mit der Politik mal ein Stück weit begeistern kann, weil die Bürgerinnen und Bürger dann vielleicht behaupten können, dass Politik dort auch ankommt. Und genau dafür sind Politiker ja auch da. Genau. Das und so in der Kürze. Also das waren ja jetzt 7 Punkte, hast du gesagt. Mhm. Nachzulesen auf meiner Homepage. Genau. Die kannst du ja auch mal gerade nochmal erwähnen. Ja, genau. War nochmal deine Homepage? www.elwan-korkmaz.de. Schön. Und 7 Punkte. 7 soll ja eine Glückszahl sein. Und wir hoffen auch, dass diese 7 Punkte dir auch Glück bringen. Aber ich zähle jetzt mal was anderes. Du bist ja auch ehrenamtlich sehr engagiert. Du bist ja auch zuletzt Generalsekretärin, war das richtig? Der Bund der levitischen Jugendlichen gewesen, der BDAJ. Richtig. Und kennst dich auch dementsprechend mit der Jugendpolitik, wie du es eben schon gesagt hast, sehr gut aus. Und was ist denn eigentlich deine Motivation, überhaupt so ehrenamtlich engagiert zu sein? Ja, ich war, so wie du schon gesagt hast, bis letzten Oktober 3 Jahre lang Generalsekretärin des Bund der levitischen Jugendlichen, einem Jugendverband mit über 33.000 Kindern und Jugendlichen bundesweit. Und von daher war ich wirklich bundesweit überall unterwegs und habe Jugendpolitik machen dürfen. Eine ganz, ganz, ganz tolle Erfahrung, auch was für junge Menschen, für Kinder bewirken zu können. Und darum geht's ja auch beim ehrenamtlichen Engagement, dass man sagt, man setzt sich einfach ein und das ehrenamtlich mit Herz und Seele für eine Sache zu stehen und genau das möchte ich jetzt auch mit der Politik bewirken und ich mich eben mit aus vollstem Herzen quasi für meinen Kreis einsetzen. Genau, und das wirst du dann halt auch, wie du es jetzt gesagt hast, den Bürgerinnen und Bürgern des Kreises Gütersloh beweisen. Und das waren ja im Grunde jetzt alle Punkte. Hast du jetzt zuletzt noch ein paar abschließende Worte, die du den Bürgerinnen und Bürgern, den Zuschauerinnen und Zuschauern sagen willst? Ja, also Demokratie lebt natürlich davon, dass alle wählen gehen. Und deshalb möchte ich an dieser Stelle noch einmal sagen, am 25. Mai aufstehen und definitiv wählen gehen. Vielen Dank. Ja, und in der Hoffnung, dass die 7 Punkte auch wirklich Glück bringen, hoffen wir darauf, dass Sie oder dass ihr am 25. Mai die SPD und vor allem Elwan wählt.